Hallihallo und willkommen zurück. Weitere Folge. Und die Entscheidung über den Kredit ist gefallen. Also bis mindestens Folge 10 fahre ich mal noch Schnellaufträge weiter. Und dann schauen wir mal. Weil es ist alles relativ knapp. Ich müsste ja dann auch die Garage upgraden oder eine andere kaufen. 100.000, da kann ich den gebrauchten LKW, den ich kaufe, gar nicht reparieren. Also ist kritisch. Wir sind gefahren von was von Graz nach Linz. Da haben wir unseren Sand abgeliefert und jetzt können wir Dosenschweinefleisch nach Marburg fahren. Nein, das machen wir nicht. Aber ich bin am Überlegen, ob das vielleicht witzig wäre, hier mal so eine Schwergut, richtige Schwergutsache mit Pilotfahrzeug und so. Jetzt will er mich hier wieder auf allem zurückschicken. Das zahlt zwar nicht gut, dafür ist es aber weit. 4 Stunden ist genauso weit. Kesselelement, Nottreppenelement. Also wenn, dann nehmen Scania. Oder? Ja? Komm. Den Spaß machen wir uns. Das kann nur in der Katastrophe enden. Es gibt 7.000 Euro. 7.506 Euro, um ganz genau zu sein. Und das ist jetzt so ein riesiger Kessel. Das kriegen wir jetzt auch, glaube ich, noch mal alles im Detail gezeigt. Ja. Da die Dame mit den fürchterlichen Rändern ohne unteren Augen, die ihr Mikro sehr seltsam in der Hand hält, oder was? Wieso steht die da so komisch? Soll das so sein? Ich finde es gerade sehr merkwürdig. Und die ganzen Herren in Warnwesten stehen da und gestikulieren wild rum. Ja, das ist dann jetzt bis dato auch mit Abstand der schwerste LKW, den wir hier in der Karriere fahren bisher. Bei den wenigen Fahrten aber auch keine Herausforderung. Jetzt kriege ich hier alle möglichen Infos, wie ich mich zu verhalten habe. Man fährt halt einfach dem Fahrzeug hinterher. Tank ist voll, tanken muss man also nicht. Und man sollte langsam und vorsichtig machen. Wichtig ist hier bei diesen Hängern, nehmen wir hier kurz die Entwicklerkamera. Diese Hänger hinten, die lenken mit. Und zwar gegenläufig. Ja. Das heißt, der Drehpunkt von diesen Hängern, der ist nicht hier hinten zwischen den Rädern, wie das normalerweise so ist, sondern der liegt irgendwo hier vorne. Und deswegen muss man gewaltig aufpassen, dass man hier hinten mit dem Hänger nicht irgendwas mitnimmt, wenn man irgendwo rumfährt. Also man muss auch schon etwas ausholen bei den Kurven, aber nicht zu viel. Und es ist ein sehr, sehr schöner LKW. Zeit, Restzeit 21 Stunden. Wir haben 4 Stunden Fahrzeit, ein bisschen mehr, also mehr als genug Zeit. Das wird eine ganz entspannte Angelegenheit. Ja, dann hüpfen wir mal rein. Schöner neuer MAN. Und dann machen wir mal Licht an. Und die Visual-Automatik. Und checken mal kurz die Karte ab. Das sind so vorgegebene Strecken, also diese schwer, wirklich übergroßen Schwertransporte, die sind nur auf wenigen Strecken möglich, die hoffentlich von SIS gut genug kontrolliert wurden. Ich habe da so Erfahrungen gemacht, dass das manchmal nicht so gut klappt. So, Gang ist drin. Bremse los. Wir lehnen uns entspannt zurück. Und dann dieseln wir los.
Da kann man jetzt schon sehen, also diese Hänger, die kommen extrem gut um die Kurven rum. Das ist bedeutend einfacher als im American Truck Simulator. Da haben die zwar 5 Millionen Knickpunkte und Achsen ohne Ende, aber da muss man weit ausholen. Man muss hier nur gewaltig aufpassen mit der Breite. Man hat hier eigentlich an Kreuzungen nichts zu befürchten. Das wird immer so abgesperrt. Man kann hier auch die Ampeln einfach überfahren. Da muss man nicht auf die Phase warten, aber es ist immer Vorsicht angebracht. Wie man in meiner einen Folge schon sehen konnte, die KI ist für vieles, viele, viele Überraschungen ist sie gut. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich mit meinem Kessel da hinten nicht irgendwelche Schilder mitnehme. Oder Bäume. Und deswegen halten wir uns hier auch ganz gut an der Mittelmarkierung. Der Gegenverkehr weicht netterweise immer etwas aus. Der Kollege. Ah, Arbeitsagentur entdeckt. Der Kollege da vorne wartet. Netter oder verhängnisvollerweise wird sich noch zeigen. Will er hier links abbiegen oder was? Fahren wir jetzt schön mittig durch. Das ist schon ganz schön knapp hier. Müssen aber mal den linken Spiegel auch noch anmachen. Ich weiß, das ist nicht schön, aber ich möchte nicht ständig hier den Wendehals machen. Schnell wieder raus aus diesem Kreisverkehr hier. Ja, okay. Ampel ist sowieso zu ignorieren. Oh Gott, ist das eng. Oh Gott, ist das eng. Oh je. Was habe ich hier nur getan? Tja, dafür gibt's Geld, ne? Ich will nicht hängen bleiben. Ich finde das gerade ganz schön schwer abzuschätzen. Müssen wir ein bisschen weiter außen fahren, damit das da rechts passt. Da kommt eine Laterne. Ich möchte nicht mit der Laterne gehen, sondern vorzugsweise ohne. Ich hoffe, das war die schlimmste Stelle. Das war jetzt alles auf gut Glück. So, 60 dürfen wir fahren, aber der Pilot Heini vor uns, der fährt nicht schneller als 60. Und da läuft man immer auf den auf. Drum nehmen wir die 55. Hier brauchen wir uns keine Gedanken über Spritverbrauch machen. Der wird astronomisch sein. 50 Tonnen oder sowas transportieren wir hier. 45. Das ist schwer. Und da wir aufgrund unserer Ausmaße auch immer so Piano machen müssen, ist der Verbrauch einfach sehr hoch. Im Moment Durchschnitt steht unten links 113. Das ist schon echt viel. Das wird jetzt zwar gleich auf der Autobahn auch deutlich weniger werden, wenn man ein bisschen in höheren Gängen unterwegs ist.
Ja. Was wird das, wenn es fertig ist? Ja, jetzt auf gerader Strecke können wir auch die 60 nehmen. Das sollte eigentlich hinhauen. Ja, aber da passiert sofort genau das, was ich eben prophezeit habe. Man läuft sofort auf ihn auf, wenn es ein bisschen bergab geht. Wir haben jetzt nach rechts zum Glück Platz. Ja, genau, bremst du erstmal meinen Kollegen da vorne aus. Man muss hier immer bremsbereit sein, denn es kommt manchmal vor, dass die den ausbremsen. Ah ja, wir haben überhaupt nicht unsere schöne Rundumleuchten angemacht. Das machen wir jetzt mal. Ich weiß keiner, nicht, ob wir einen auf dem Dach haben, da habe ich eben nicht drauf geachtet, aber hinten am Hänger haben wir auf jeden Fall eine. So, wir vollführen jetzt einen Spurwechsel. Denn wir möchten hier nicht abfahren. So, wir müssen jetzt ganz langsam machen. Denn wenn man dem zu sehr auf der Pelle rückt, dann macht er das nämlich jetzt nicht. Das ist so bescheuert gemacht. Ja, ich bin zwischen den Begleitfahrzeugen. Seh zu, da vorne. Ja, Treibstoffverbrauch hat sich fast halbiert. Da zwitschert ein Vogel sehr, sehr laut. Dass ich den hier bei 60 auf der Autobahn hören kann. Ja, und jetzt wird's halt entspannt, ne? Mit 60 auf der Bahn tuckert man hier so rum und muss ein bisschen aufpassen, dass man mit seinem riesen Ding hier nicht dran nicht irgendwelche Sachen mitnimmt. Der KI-Verkehr fährt zwar die Spuren dann immer etwas weiter, also wenn die links fahren, dann fahren sie halt ganz links an der Markierung lang. Aber ich bin auch von denen schon rechts überholt worden. Und jetzt hier unsinnigerweise fahren wir halt einfach mitten über die Bahn, weil SIS manchmal stinkend faul ist und solche Sachen nicht gescheit programmiert. Denn bei dem langen Abschnitt wäre man definitiv wieder nach rechts gefahren. Mittelspurschleicherei. Der KI-Verkehr macht es ordentlich vor, die fahren vorbei und fahren ganz nach rechts. Siehe, da vorne.
Alle drei machen es richtig, nur wir nicht. Aber wenn ich jetzt auf die rechte Spur fahre, dann beschwert er sich. Die Fracht hat zwischen den beiden Fahrzeugen zu bleiben. Das ist jetzt nicht die aufregendste Fahrt, ne? Aber Geld. Und wir kommen am Kreuz Steinhäusel vorbei. Windkraftanlagen, die irgendwie komische Proportionen haben. Können wir noch mal kurz schauen hier. Der zeigt gar keinen Zielort an. Da ist der Dienstag auch schon wieder halb vorbei. Ah ja, wir fahren ja nach Tschechien, da müssen wir auch nochmal über eine Grenze rüber, aber ich glaube, da ist gar keine große Anlage, wo man sich durchwurschteln müsste. Wir werden sehen. Einige der Abschnitte hier in Österreich sind neu, die kenne ich selber noch nicht, weil ich seit dem Update kaum gespielt habe. Ein paar habe ich schon erkundet, aber das meiste kenne ich noch nicht. So, ich hoffe, der da drüben in seiner rasenden Einbauküche hält sich zurück. Jawohl. Und wir fahren geschmeidig unserem Anführer hinterher. So, Ortsschild heißt für mich 50. Hier ist auch 50. Einfach mal Autobahn, direkt ein Ortsschild, alles klar. Ist das in echt auch so? Waren da vorher andere Schilder, auf die ich nicht geachtet habe? Auf jeden Fall sind wir unserem Vordermann eindeutig zu dicht aufgefahren. Nehmen wir mal an, dass da links ist die Donau. Ja, irgendwelche Eskapaden mit den Viewpoints können wir uns hier nicht erlauben. Aber hier rechts ist irgendwas zu fotografieren. Ach, hier das. Das Schloss. Musst du jetzt hier anhalten? Müssen wir hier anhalten? Jetzt mal ein Stück zurück. Damit er da vorne auch wirklich weiterfährt. Weil ich habe die Erfahrung, wenn man dem zu nah ist, dann fährt er manchmal einfach nicht. Und jetzt warten wir mal hier den schönen Moment ab, wenn wir hier so fast genau davor sind. Und drücken wir mal hier SKP und dann gehen wir mal ins Fotostudio. Da ist nämlich das Schloss Schönbrunn. Da setzen wir uns jetzt hier in Szene. Mit unserem Kesselelement. Ist das nicht wunderbar? Die Trophäe haben wir. Ja, und wie man gerade gesehen hat, also über rote Ampeln darf ich einfach rüberfahren. Ich genieße hier Sonderrechte.
Hier halten wir uns jetzt mal weit links, denn das könnte da drüben mit den parkenden Autos ein bisschen knapp geben. Und Bäume stehen hier auch. Und Laternen und Gedöns. Also ich würde ja jetzt eigentlich vermuten, dass es in der Gegend Wien genug Autobahnen gibt, dass man mit so etwas nicht durch den Ort fahren muss. Aber ich finde sie auch ganz hübsch. Ah, und wie das in Großstädten so ist, die Reisebusse blockieren die Kreuzungen, weil sie irgendwo nicht reinkommen. Na? Du ruinierst alles. Ob die sich da vorne jetzt jemals ins Knoten kriegen, das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, da helfen wir nach. Das ist zwar jetzt de facto geschummelt, aber Bugs und Glitches seitens des Entwicklers muss ich nicht ausbaden. So, jetzt wird es wieder eng. Und wie ich das sehe, gewaltig eng. Da kommt nämlich jetzt so eine schöne Karussellauffahrt. Und wir machen langsam. Da fährt der Bus zurück und einfach in mein Begleitfahrzeug rein. Ich wette, wir würden da morgen noch stehen, wenn ich da warten würde. Und dass der Verkehr sich gegenseitig da die Karosserie verbeult beim Abbiegen, das ist mittlerweile irgendwie ständig irgendwo. Auch bei den Auffahrten fahren sie ständig ineinander, das haben wir auch schon gesehen in der früheren Episode hier. Aber zum Glück gibt es ja die Konsole. Verkehr aus, Verkehr an. Problem gelöst. Oft kann man auch dran vorbei, aber. Wenn mein Begleitfahrzeug blockiert wird, dann ne, kann ich nichts machen. Wenn ich das berühre, ich würde es ja auseinanderschieben quasi, ja, aber wenn ich den berühre, dann ist sofort vorbei. Und Gewitter. Bei 27 Grad. Ja, wir nähern uns der Tschechischen Republik. Da steht jetzt wieder ein Spurwechselmanöver bevor.
Ja, und die Autobahn ist auch echt ganz schön leer hier. Also, ich habe den Verkehr nur wieder auf 1 gestellt, aber fühlt sich doch auch oft ganz schön leer an, die Spielwelt. Dafür hat man mit gelegentlichen Frame-Einbrüchen zu tun. Eine Stunde noch, dann sind wir da. Nicht mehr weit. Bisher ohne Schaden, ohne Kollisionen. Ein kleines Problem. Ja, das ist. Warum bremst der hier so? Es ist einfach so doof. So, der dringt den jetzt da ein bisschen ab für mich. Ich hatte trotzdem ganz schön Angst, weil der erst im letzten Moment drüber gefahren ist. Und nach rechts habe ich jetzt nicht viel Platz. Ganz schwer abzuschätzen, finde ich. Ganz schwer abzuschätzen. Ja, also der automatische Wischer, der könnte ein bisschen mehr Gas geben, oder? Auch nicht so ganz ausgereift. Da kommt jetzt wieder Gegenverkehr. Dieser Nervenkitzel. So. Oh Leute, hier, ich muss echt mal den Visier manuell hochdrehen. Also, das geht so nicht. Wieder. Was? Aufliegerschaden. Was, 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 was? Hä? Ah. Kann man mich belehren, was ich da berührt haben soll? Weil, na gut, ich kann einfach mitten auf der Straße fahren, so ist nicht, gell? Solange die Fracht keinen Schaden nimmt, ist das zum Glück alles egal. Ich war aber auch gerade wieder abgelenkt durch dieses echt laute Vogelgezwitscher. So, und der Regen hört auf. Ja, das hier sind noch so ganz alte Straßen. Diese gigantischen Markierungen, ey. Irre. So, da sind wir in Brünn. Brno. Bisschen Aufliegerschaden, aber die Fracht ist noch okay. Holen ja mal lieber großzügig aus.
Wir haben noch eine Arbeitsagentur entdeckt. Mehr Fahrer zum Einstellen. Und dann biegen wir einmal links. Und dann geht das hier zu den Sand Builders. Und dann haben wir es geschafft. Ja, so ganz ereignislos war die Fahrt dann nicht. Ja. Da könnt ihr den Kessel jetzt da ins Loch werfen. Wer kennt sich aus? Was ist das für ein Kessel? Ich weiß es nicht. Ich kann dem keine Funktion zuordnen.271 Kilometer in 5,5 Stunden. 7506 Euro. Juhu. Und ein Level dazu. Wie schön. Für Fernfahrt. Aha. Hochwertige Fracht. Fähigkeitsrang 0. Aber 102 EP obendrauf. Na gut. Wir sprachen davon, das hier erstmal auf hochwertige Fracht und zerbrechliche Fracht zu setzen. Und wir haben jetzt 22.000 Euro. Noch ein paar Teile hinzu. Aha. Das war hier nur Kosmetik. Ja, es ist halt irgendwie redundant. Das ist auch hier irgendwie sehr angestaubt, dieses System. Ja, ein paar neue Felgen und so. Motor, 400 PS. Aber wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wir schauen aber zuvor noch mal ganz kurz aufs Kärtchen und merken uns: Wir sind gefahren nach Brünn in Tschechien. Und da fahren wir dann das nächste Mal weiter. Und wie es aussieht? Ah ne, da unten gibt's noch zwei weitere Firmen. Ja, dann macht's gut, Leute, und alles Gute.